Hallo, liebe Deutschlerner, du musst Deutsch nicht alleine lernen. Baue Beziehungen auf, um deine Ziele zu erreichen. Und auch einfach nur, um Beziehungen aufzubauen, natürlich. Ja? Und gerade beim Deutschlernen, ja, kann es sehr hilfreich sein, deutsche Freunde zu haben oder einer Sprachgemeinschaft beizutreten. Und so viele Deutschsprecher wie möglich kennenzulernen. Ja? Also Muttersprachler und auch andere Deutschlerner. Und so können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Ja? Das ist ein weiterer Erfolgstipp, der sehr, sehr hilfreich sein kann. Denn wenn man nur alleine ist, ja, und man versucht, bestimmte Ziele zu erreichen, ja, dann ist man zu isoliert manchmal, ja, um wirklich gute Fortschritte zu machen. Und deswegen biete ich zum Beispiel Coaching an, authenticgermanlearning.com/coaching. Und dann baue ich eine Beziehung zu eben dem Deutschlerner oder der Deutschlernerin auf. Und wir erforschen gemeinsam die deutsche Sprache und wir lernen gemeinsam, ja, und das kann sehr hilfreich sein. Also meine Coaching-Schüler berichten sehr viele Erfolge und es macht ihnen auch viel mehr Spaß, die deutsche Sprache zu lernen, denn sie sind nicht alleine. Sie haben mich als ihren Deutschlehrer. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, eine andere Möglichkeit ist, einer Sprachgemeinschaft beizutreten. Ja, zum Beispiel authenticgermanlearning.com/community. Ja, authenticgermanlearning.com/community. Ich baue gerade eine Sprachgemeinschaft auf WhatsApp, ja, mit mir als Moderator, ja, der Fragen beantwortet und auch inspirierende Nachrichten schreibt, ja, und so bauen wir auch eine Gemeinschaft auf von Deutschlernern, ja, sodass wir gemeinsam eben dieses Ziel verfolgen können. Weitere Optionen sind Meetup, ja, meetup.com, ja, dort kann man, also je nachdem, in welcher Stadt du gerade bist, wenn du in einer großen Stadt bist, ja, dann gibt es oft Sprachtreffs, ja, entweder über meetup.com oder auch auf anderen Webseiten, ja, es gibt alle möglichen Sprachtreffs, denen du beitreten kannst, wo sich einfach Leute treffen, um andere Sprachen zu sprechen, unter anderem auch Deutsch. Ja? Und wenn du dich in Deutschland befindest, ja, oder nach Deutschland reist oder in die Schweiz oder nach Österreich, ja, dann kannst du auch ganz viele Leute kennenlernen, je nachdem, was deine Interessen sind. Ja? Kannst du andere Leute kennenlernen und so auch Beziehungen aufbauen und so dein Ziel viel besser erreichen. Ja? Und es macht natürlich auch, selbst wenn man kein Ziel hat, macht es einfach Spaß, neue Leute zu treffen, ja? Beziehungen aufzubauen, ja? Neue Bekannte zu treffen, ja? Interessante Persönlichkeiten. Ja? Das gefällt mir persönlich sehr, auch wenn ich persönlich introvertiert bin. Ja? Ich bin introvertiert, aber trotzdem erkenne ich, wie wertvoll es sein kann, Beziehungen aufzubauen. Ja. Und so ist es beim Deutschlernen, aber auch mit allen möglichen anderen Dingen im Leben. Ja. Wenn du etwas erreichen möchtest, ja, wenn du Erfolg haben möchtest im Leben, dann werden dir Freunde und Bekannte sehr dabei helfen. Ja. Also zum Beispiel bei der Jobsuche. Ne, es ist wirklich so, dass viele Jobs bekommen Leute auch durch Bekannte. Ja? Also natürlich ist es so, dass es ein Ausschreiben gibt und dann bewerben sich die Leute. Aber es passiert immer noch häufig, dass jemand in einer Firma arbeitet und erkennt eine Person, die gut für eine Rolle geeignet wäre. Und dann fragt er die Person, hey, möchtest du auch bei uns arbeiten, zum Beispiel? Ne? Also wirklich viele Dinge
Viele Vorteile bekommt man, wenn man ein großes Netzwerk hat. Ja, es müssen nicht alles Freunde sein, aber zumindest ein großes Netzwerk an Bekannten hilft enorm, viel mehr Möglichkeiten zu haben im Leben, ja, und so auch das zu bekommen, was man eben gerade haben möchte, was man gerade erreichen möchte. Insofern, um es auf den Punkt zu bringen, ja, baue auf Beziehungen auf, ja, baue Bekanntschaften auf, ja, triff Leute und lerne so auch Deutsch. Und wie gesagt, wenn du mit mir direkt lernen möchtest, ja, ich unterstütze dich sehr gerne beim Deutschlernen direkt. Und du kannst das Coaching mit mir anfangen unter authenticgermanlearning.com/coaching. Und wenn du unserer Gemeinschaft beitreten möchtest, dann besuche authenticgermanlearning.com/community. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.